Ja, diese Corona-Krise, die passt wirklich zum Wetter. Alles ist sehr, sehr grau in grau und echt zum Weinen zumute. Auch einem Wiener Hotelier, und zwar Peter Buholz, er kämpft gegen Corona an, natürlich wie viele andere Betreiber in dieser Branche. Aber er muss trotz allem jetzt vier Häuser gleich zusperren. Und ich befinde mich jetzt auch hier in Capricorno am Schwedenplatz. Da sieht man auch schon, werte Gäste, im Moment ist das Hotel Capricorno geschlossen. Und das, inwieweit, ob das jetzt nur der Moment ist oder ob das jetzt noch die nächsten Wochen, Monate oder vielleicht sogar bis nächstes Jahr andauert, das kann man noch gar nicht sagen. Das können viele Betreiber nicht wirklich sagen. Es gibt keine Gäste, wir kämpfen ums Überleben. Es gibt leere Lobbys, verwaiste Zimmer und natürlich Verzweiflung. Und auch Peter Burz, der Chef der Chic-Hotels, hat das auch alles auf Facebook gepostet. Er ist mit seinem Latein am Ende. Er erklärt auch, zum Beispiel zu Beginn der Krise hat er noch seine 190 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, und wenige Stunden hätten diese dann im Hotel Stephanie ihren Dienst erwiesen. Aber jetzt auch, obwohl der Sommer ganz gut gelaufen ist, also wie man das halt auch einschätzen kann in dieser Krise, es gab ja etwas Erholung, doch jetzt ist alles vorbei. Jetzt kommt der Herbst, beziehungsweise der Herbst ist schon da, und auch der Winter, das ist besonders schwierig, und deshalb muss er jetzt auch vier Häuser der Hotelgruppe schließen, eben darunter das Capricorn am Schwedenplatz, aber auch das Hotel am Barkring, das City Sentinel und das Erzherzog Rainer. Und mit 80 Mitarbeitern wird aber weitergemacht, und zwar im Hotel Stephanie. Doch auch diverse Corona-Verschärfungen und die Maßnahmen, auch zum Beispiel ab Montag, dass jedes Lokal, jeder Gastronom muss auch die Gäste registrieren. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Und wie gesagt, wir hoffen, dass 2020 gut noch über die Bühne geht, wie auch immer es sein wird. Man kann absolut nicht sagen, wie es weitergehen wird. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass 2021 etwas besser wird.